Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, die polizeiliche Kriminalstatistik ist gerade für uns als Politik ein wichtiges Element. Das wurde hinreichend von den Kollegen gesagt. Und eine Erweiterung dieser polizeilichen Kriminalstatistik bei Angriffen auf Rettungsdienste, auf Einsatzkräfte ist durchaus zu begrüßen. Und ich denke, da werden wir uns auch schnell einig. Das Problem an dieser Statistik ist, dass welches Handeln geht denn daraus hervor? Die Silvesterangriffe auf Rettungskräfte, auch hier in Niedersachsen, sind uns allen noch allgegenwärtig. Aber die Wahrheit, was ist daraus geworden? Es war nämlich nicht die ganze Härte des Rechtsstaats, dass die Täter bekommen haben, wie es die Frau Ministerin angekündigt hatte. Nein, gerade mal 4 der 53 Strafverfahren sind überhaupt ins Laufen gekommen und es wurden vereinzelt Geldstrafen verteilt. Also die ganze Härte des Rechtsstaats wurde hier nicht umgesetzt und somit wäre diese gesamte Statistik dann auch wertlos. Gewalt gegen Frauen, ein wichtiges Thema. Meine Kollegin hat dazu auch ausgeführt heute. Aber die Wahrheit ist, dass das BKA seit 2015 eine Statistik zur Partnerschaftsgewalt führt. Wie weit unsere PKS hier noch was ergänzen muss, wird sich zeigen. Angriffe auf Journalisten sind nicht hinzunehmen. Sie müssen natürlich auch bekämpft werden. Aber ob das jetzt gesondert gesetzt werden muss und welche Erkenntnisse Sie daraus haben, ist die andere Frage. Sie sprachen die ganze Zeit von Prävention und Sie müssen ja wissen, woher die Gewalt, die Straftaten und Sonstiges kommt. Und dabei bleiben wir bei unserer Forderung, dass der Migrationshintergrund auch in die polizeiliche Kriminalstatistik muss, weil wir sonst dauerhaft kein Lagebild darüber bekommen, wer die Täter in dieser Gesellschaft sind. Ich sehe da auch nichts Boshaftes dran. Ich sehe da nur ein wichtiges statistisches Element, um präventiv dagegen anzukämpfen. Vielen Dank.